Die Saison ist irgendwie noch gar nicht so lang vorbei, aber fühlt sich schon lange her an? Ja, ich muss zugeben schon. Ich habe jetzt 2 Wochen eigentlich gar nichts gemacht, habe gar nicht auch an Hockey so ein bisschen gedacht. Und jetzt so langsam steigt wieder die Vorfreude. Also, als wir heute jetzt hier eintreffen mussten, hat man wieder ein bisschen an Hockey gedacht. Wie ist das Sommertraining anders dieses Jahr, als du es vielleicht aus der Vergangenheit kennst? Ja, also ich habe letztes Jahr alleine trainiert, beziehungsweise mit einem Kumpel, der auch Eishockey spielt. Und das habe ich dann selber organisiert. Dieses Jahr alles unter der Leitung von unserem Experten David. Und ich freue mich, weil wir jetzt mit ein paar Jungs trainieren. Das macht immer Spaß. War jetzt ein erstes Testing. War es richtig anstrengend oder würdest du sagen, war okay, bin noch halbwegs in Form? Ja, ich muss jetzt gleich noch aufs Fahrrad. Aber es ist auf jeden Fall, man merkt, dass man 2 Wochen nichts gemacht hat. Und Playoffs waren auch anstrengend. Ich glaube, da hat man auch ein bisschen einen Formverlust erlitten. Deswegen haben wir jetzt noch 2,5 Monate, um fit zu werden für die Saison. David, ja. Keine Atempause bei den Löwen. Erzähl mal, worum geht's hier? Wir machen eben gerade eine Fitness-Testung, einfach um die Off-Season so genau wie möglich vorzubereiten. Das bedeutet für uns einfach, ich mache ein paar Testergebnisse, also Testmessungen, die ich dann für das Krafttraining für die nächste Zeit übernehmen werde, damit wir so genau wie möglich und so erfolgreich wie möglich arbeiten können. Das Ganze geht dann über in unsere Preseason, die ab August startet, wenn das ganze Team zusammenkommt, wo nochmal eine größere Testbatterie gemacht wird, die dann auch die Leistungsfaktoren bestimmt. Dann geht ja nach dem Testing quasi schon das Sommertraining los. Worauf müssen sich die Jungs da einstellen? Die Jungs müssen sich auf einiges an Arbeit einstellen. Also wir haben ein straffes Programm. Wir haben 6-mal die Woche Training, beziehungsweise 6 Tage die Woche Training. Teilweise sogar 2 Sessions pro Tag. Es wird viel Ausdauer trainiert, es wird viel Kraft trainiert. Wir haben das aufgeteilt in einen allgemeinen Teil, in einen spezifischen Teil, um dann so gut wie möglich in die Preseason zu starten. Nun sitzen vielleicht die anderen Spieler, die nicht hier sind, zu Hause, gucken sich den Beitrag an und sagen, haha, wir müssen nichts machen, dem ist wahrscheinlich nicht so. Natürlich nicht. Wir sind mit allen Spielern in Kontakt, beziehungsweise ich habe Kontakt mit jedem Spieler aufgenommen. Wir haben durchgesprochen, wie es aussieht, was der Stand der Dinge ist. Die Jungs werden mir die Testergebnisse, die sie vor Ort machen, zuschicken, dass ich daraus auch Ableitung tätigen kann. Und mit ihren Trainern, wo sie sich quasi privat vorbereiten, in Einklang gehen, damit wir alle zusammen die bestmögliche Ausgangslage haben für die Preseason. Mike, keine wirkliche Sommerpause, oder? Nee, also wir hatten jetzt 2 Wochen frei. Und jetzt geht's wieder los. Es kommt eigentlich die wichtige Phase im Eishockey, wo alles aufgebaut wird und verbessert wird. Deshalb ja sehr wichtig. David sagt, er hält euch 6 Tage die Woche hart ran. Da kommt ein bisschen was auf euch zu, oder? Ja, auf jeden Fall. Also er hat uns einen Trainingsplan vorgestellt und ja, das wird auf jeden Fall hart, aber das soll auch so sein im Sommer. Dann viel Spaß. Dankeschön. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.